Das ist Herr Schmid. Herr Schmid ist IT-Spezialist bei Liebherr in Deggendorf und kümmert sich um die digitale Versorgung der Montage im Rheinraum. Und dahin nimmt er uns jetzt mit. Im Rheinraum werden die hochsensiblen Injektoren und Hochdruckpumpen zusammengebaut. Hier dürfen keinerlei Staubpartikel dazwischen kommen. In der Schleuse heißt es deshalb erstmal umziehen. Der Rheinraum ist ziemlich groß, rund 900 Quadratmeter, so viel wie 4 Tennisplätze. Von außen kann man durch Scheiben sehen, was hier so gemacht wird. Aber wir gehen natürlich rein. Hier kommen die einzelnen Bauteile schön gewaschen aus der Fertigung an. Und hier werden sie über diesen Barcode auch das erste Mal gescannt. Das bedeutet, der Montageprozess kann losgehen. Im Labor wird dann stichprobenartig getestet, ob wirklich alle Rückstände entfernt wurden. Weiter geht's in die Montage. Hier werden die Injektoren und Hochdruckpumpen zusammengebaut. Das geschieht durch modernste Anlagen, teilweise vollautomatisch. Jedes Bauteil, das hier montiert wird, hat sein eigenes Kochrezept, erklärt uns Herr Schmid, damit man auch die richtigen Zutaten in der richtigen Menge verwendet. Und über diesen kleinen Barcode hier kann jeder noch so kleine Fertigungsschritt lückenlos zurückverfolgt werden. Alle fertigen Komponenten werden penibel auf ihre Funktion und Dichtheit getestet. Das passiert auf diesen speziellen Prüfständen. Zu guter Letzt lasert diese Maschine hier auf jedes geprüfte und freigegebene Bauteil eine kundenspezifische Nummer auf. Eine Frage haben wir da aber noch. Wozu hängen hier überall diese kleinen Bildschirme? Das ist eine eigens von Liebherr entwickelte Anwendung. Damit kann die gesamte digitale Versorgungsstrategie vom Rohstoff bis hin zum fertigen Bauteil sichergestellt werden. Ein wichtiger Schritt für maximale Nachverfolgbarkeit und Transparenz.